So, diesmal einen Unboxing von was ich bei der Post bekommen habe. Und zwar ein großes Paket an Vogelpark Walsrode Ansichtkarten aus guten alten Zeiten. Ich werde diese zwei Pakete mit euch zusammen aufmachen und dann werden wir mal schauen, welche Karten ich bekommen habe bei der Post. Schauen wir mal den hier an. Okay, die sind also ein bisschen verpackt, gut geschützt. So, dann haben wir die Krontaube, Strepes margrii oder auch Rotbrust-Krontaube auf Deutsch genannt. Das ist ein wunderbares Exemplar. Da haben wir hier The Cock of the Rock, unter anderem bekannt als ja, auf Deutsch weiß ich nicht mehr. Orangenfelsenhahn. Hier. Ganz genau. Das ist wahrscheinlich aus der Paradieshalle, die beide Bilder. Damals gab es noch nicht die Indonesierhalle. Wir haben hier Orange Brust Tukan. Ah ja. Guck mal, Novoflex Aufnahme. Horst Müller Braunschweig. Das ist natürlich dieser Horst Müller. Wie heißt das? Verlag. Verlag Horst Müller, jo. Hat auch viele Fotos gemacht für den Vogelpark. Oder halt, dass man den Vogelpark, die den Fotos gefallen. Keine Ahnung. Gut, so. Hier etwas, zwei etwas neuere Bilder. Da haben wir halt noch mit den Harpyien, mit den Loris. Hier haben wir German und Lech. Im Hintergrund auch die Bockmühle, das Rosencafé, die Babystation, ein paar Tulpen. Ja, hier sieht man auch auf der Rückseite, also sieht man halt da auch so einen Unterschied, Namensänderung von Vogelpark Walsrode nach Weltvogelpark Walsrode. Und hier noch was Extras, ja, das ist ja wunderbar. So, das muss, ja, ist das 90er Jahren? Ich glaube schon. Ja, weil es ist Hans Reinhardt und nicht mehr Horst Müller Verlag, Dings. Warte mal, ja doch, Horst Müller Verlag, aber ein anderer Fotograf, okay. Gut. Das ist eine seltene. Die kommt direkt in eine Schutzhülle. So, damit da nichts mehr passiert. So, wie bei den Pokémon-Karten. Haha. Wir haben hier ein zweifaches Bild mit Kraniche und die Paradies und mich schlecht sehen aufs Bild. Saros-Kranich. Okay. Beide mit Jungtiere. Da haben hier Kormoran auf dem Nest. Was ist denn dazu? Kormoranen Nachzucht. Okay. Dann haben wir hier eine Ansichtskarte, wo Vogelpark Walsrode drauf steht. So sieht es ungefähr genauso aus, als würde man den Parkguide oder den Parkführer dabei haben. Den habe ich irgendwo auch liegen, aber da muss ich mal suchen. Furchenschnabel-Hornvogel. Heißen die immer noch so? Dann haben wir hier, oh, den habe ich in Japan auch gesehen, das habe ich heute noch auf Facebook auch dann. Blaukrönchen. Aha. Jo. Dann haben wir hier zweite Hälfte. Oh, eine Pinguinanlage. Okay, wir drehen sie mal um. Ne? Wie bei Pokémon. Guck mal. So, das ist eine seltenere. So ein Quatsch, ey. Ha. Okay, hier. Alte Pinguinanlage. Herzlich Grüße aus dem Wild, aus dem Vogelpark Walsrode. Okay, der ist ein bisschen, naja. Brillenpinguine. Yeah. Horst Müller Braunschweig. Okay. So, hier mehr Bilder. Ja, Straußenanlage. Im Hintergrund sieht man also, dass da noch Nandus drauf sind. Schuhschnabel. Pelikananlage. Die ganze Rhododendren sind halt zum Weg gewachsen alle. Also wenn ich jetzt hier stehen will, dann würde ich nur Rhododendron sehen, nicht mehr diesen Weg, damit das klar ist. Okay, auf Rückseite, jo, ist neu. Fast identisch, aber doch nicht ganz. Guck mal, das Bild ist hier.
Der ist halt klein, naja, der ist halt durchtrennt. Siehst du das? Das da und das ist noch ein Bild von der Paradieshalle. 70er Jahre sein, weil in den 60er Jahren da konnte man hier die Fensterscheiben und alles noch sehen. Da war es so richtig klein alles, die Pflanzen. Jetzt kann man gar keine Scheiben mehr sehen. Das ist ein bisschen schade. Das ist von der Louisenville-Seite aus fotografiert, von dem kleinen Weg. Da ist halt einfach nur der Straße. Die Brücke gibt es zum Glück immer noch. Ja, hier, die haben wir schon gehabt, die noch nicht. Also, seit, naja, wenn man sie alle sammeln möchte, dann, naja, hat man ein paar Doppel. Okay. Ist egal. Okay, die hatte ich aber schon, aber das war jetzt ein Gesamtpaket, also das macht ja nichts. Eine von der Stadt, aber halt ist auch mit Vogelpark drauf. So, ist egal, naja. Das ist die Fasanerie. Das, ja, guck mal, das ist halt so eine ultra alte, wo halt ist nicht gerade, sondern es ist halt gewellt, wenn ihr das sehen könnt. Kann man das sehen? Ja, hier ist es halt gewellt alles. Der muss noch sein, vor die Paradieshalle dazu kam. Ich weiß nicht, welchen Teil hier von der Fasanerie es ist, aber da ich hier diesen ja, kleinen Weg sehe, also das ist kein richtiger Fußweg. Gehe ich mal davon aus, dass dann hier das Haus stehen würde von Familie Geschke. Jetzt seid ihr so ein Parallelweg, man sieht das Haus immer noch. Denke ich, dass, denn das halt so, dass halt ungefähr hier die Paradieshalle gebaut worden ist, wo dann, also hier, wo dann dementsprechend hier natürlich auch gleich die Vorderküche und alles daneben steht. Ganz genau kann ich natürlich nicht sagen, da müsste ich halt anderes Bildmaterial suchen oder halt nochmal die Alteingesessenen fragen. Das hier ist im Inneren von der Paradieshalle. Da ist jetzt das Sumba. Ganz genau. Das hier alles durch alles ja abgerissen. Einige, was man noch erkennen könnte, das ist halt, wenn man die Pflanzen jetzt gerade wegdenkt. Natürlich die wunderbare Glas in Lut. Nein, ich weiß nicht, wie es heißt. Was man in den Kirchen sieht, diese farbige Fenster. Das gibt es hier auch. Hier nicht. Hier ist ein Steinmauer. Die gibt es ja immer noch. Rest ist alles weg. Ein Stuhl wurde noch aufbewahrt. Steht irgendwo in der Babystation. Die gibt es noch in Schwarz. Ach so, die sehe ich jetzt hier auch im Hintergrund. Ja, hier haben wir noch. Tische weiß ich nicht. Ja. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die es halbwegs noch gibt, aber die sind hier jetzt nicht auf dem Bild zu sehen. Hier steht da tatsächlich Paradieshalle. Also alles hier, was man sieht, ist aus der Paradieshalle. Damals gab es noch das kleine Flüngerort in der Paradieshalle. Mann, war das cool hier. Die Anlagen gibt es da noch in dieser, also genauso. Jo. Dann sind wir zu den letzten paar gekommen. Ja, den haben wir leider doppelt. Den haben wir gerade schon gehabt. Hier nochmal so ein paar Bilder, die ich schon so habe, aber nicht in diese Sammlung. Die drei haben wir gerade schon gesehen. Die habe ich im Groß. Die habe ich im. Ne, die habe ich nicht im Groß, aber ich habe den von den weißen V. Und den habe ich bestimmt auch schon, wo der dann hier steht oder dann mit anderer Führung. Ja, genau. So, hier haben wir eins, den habe ich noch gar nicht gehabt. Das ist das Papageienhaus. Das gibt es immer noch. Genauso wie man sieht. Einzige Änderung ist, dass halt das hier weg ist. Das gibt es immer noch, aber versteckt. Jetzt gibt es halt hier oben, dass das Papageienhaus steht. Das ist dann halt passend zu den anderen Logos. Also gibt es einen von Fasanerie und hier Regenwaldhalle gibt es dann nicht. Halt Jungle Trails jetzt. Pucara hat auch so eins. Ja. So, was Logo. Dazu gibt es auch einen Sticker oder einen Aufkleber, den habe ich auch. Den, ich weiß nicht, ob den, naja, auch wegen ja, Gesamtpaket. Wahrscheinlich haben wir ihn schon. Oder vielleicht auch nicht. Den in Groß habe ich. Inklusive den. Ja.
Das waren die Karten. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal mehr. Tschüss.